Ja, da sind wir wieder zurück in Vault 111. Ja, in der letzten Folge, in der ersten Folge bisher, ich weiß noch nicht, vielleicht schneide ich es auch ein bisschen anders, denn die meisten werden es schon gemerkt haben, sie wurde mir direkt von der GEMA geblockt. Und ich muss mal überlegen, ob ich die nochmal, da werde ich mich später drum kümmern, da habe ich jetzt erstmal überhaupt keinen Bock drauf. Da werde ich mal schauen, ob ich die nochmal anders schneide und den Teil dann irgendwie bearbeite. Auf jeden Fall sind wir beim letzten Mal in die Vault eingezogen, quasi. Der große atomare Schlag hat stattgefunden. Mit unserer Frau und unserem Baby wurden wir in Vault 111 gebracht. Und hier hat man uns dann plötzlich und unerwartet eingefroren. Ja, und während wir hilflos zusehen mussten, wurden Frau und Kind aufgetaut. Man hat unsere Frau erschossen, unser Kind entführt. Und wie es aussieht, sind wir vorerst erstmal der einzige Überlebende hier. Also alle anderen, die mit uns in den Boxen hier saßen, sind tot. Wir haben es auch noch gelesen in der Konsole. Hier sind die ganzen Nachbarn. Ja, und wir stehen hier als erstmal einziger Überlebender in Vault 111 und versuchen diese zu verlassen. Jetzt öffne ich einfach mal die Tür und bin mal gespannt, was uns erwartet. Ich hatte mich beim letzten Mal schon gefragt, irgendjemand muss uns ja eigentlich aus dieser Kapsel rausgelassen haben. Also es müsste eigentlich noch jemand hier sein. Vielleicht treffen wir denjenigen. Ich gehe gleich durch die Tür da, wenn es denn möglich ist. Ups. Achso, das war ich selber. Ich huste. Okay. Okay, da sind auf jeden Fall noch mehr. Ach, kann ich da rein? Dann ist das die Tür. Ja. Hier sind noch mehr Kapseln. Wir waren also auch definitiv nicht die Einzigen. Kann ich hier irgendwas öffnen? Nee. Ja, auch die Kann Leute doch nicht sind. sein, dass nur noch ich übrig bin. Hallo? Ist da wer? Auch die Menschen scheinen alle tot zu sein. Ich kann die Kapseln allerdings nicht öffnen. Gott. Überbrückungsfehlfunktion bei der manuellen Oh Öffnung Gott. der Kryokapsel. Ja, hier lässt sich nichts öffnen. Oh, liegt hier vielleicht was in den Regalen? Ja, ich habe beim letzten Mal auch schon die Knöpfe soweit durchprobiert. Ah, hier ist eine Konsole. Da gucke ich auch gleich rein. Die Knöpfe durchprobiert. Ich habe noch keinen Pip-Boy. Was ja auch logisch ist. Wir haben ja noch keinen bekommen. Wir sind ja erstmal nur von zu Hause aus geflohen und hierher gekommen, haben also keinen Warum? Pip-Boy Warum haben erhalten. die das getan? Ja, das frage ich mich auch. Und was ist das da? Das frage ich mich auch. Sie sind alle tot. Ist leer. Gott. Okay, hier lässt sich nichts öffnen. Und alle Menschen sind tot. Ja, wie gesagt, irgendjemand muss uns ja eigentlich rausgelassen haben. Dann bin ich mal gespannt, vielleicht treffen wir denjenigen ja jetzt gleich noch. Oh, hier liegt was. Ein Anzug sauber. Ein sauberer Anzug. Clipboard, ja, nehme ich auch alles mit. Erstmal alles mitnehmen. Das ist der Ernstfall hier. Hex, das ist der Ernstfall, für den wir trainiert haben. Alles muss mitgenommen werden. Da liegt noch mehr. Kann ich nichts dran machen. Okay, da hinten war noch ein Terminal. Wird aber wahrscheinlich das gleiche drinstehen wie bei uns in unserem Raum. Aber schauen wir mal. Frühanlage. Offline. Ja, genau. Das stand bei uns auch. Ebenfalls offline. Und da sind die ganzen Leute. Mr. Di Pietro verstorben. Ersticken, genau. Das war bei den meisten anderen auch der Todesgrund, Todesursache. Tja, krass. Und Voltec hat uns quasi einfach belogen. Wir sollten ja hier unten ja, unser neues Leben beginnen, quasi. Und wir wurden einfach eingefroren, warum auch immer. Das ist noch völlig offen, noch völlig unklar. Ja, ist schon krass. So, ich hoffe, dass ich es heute schaffe, hier noch irgendwie rauszukommen. Ich weiß halt nicht, wie groß das jetzt hier unten ist und wie lange wir da brauchen.
Ich kann nämlich auch heute leider nicht ganz so lange spielen. Aber der Tag gestern war so bescheuert. Ich muss es euch eigentlich erzählen. Ich hatte gestern einen richtig bescheuerten Tag. Oh, cool. Zeug. Aha. Schraubenzieher, Schraubenschlüssel. Okay. Was ist mit der Kiste? Ach so, da ist nichts drin. Ah, okay, man sieht. Oder? Also ich weiß es nicht. Da ist dieser leere Kasten. Das sieht mir so aus, als... Ich kann halt das Ding gar nicht öffnen. Da steht halt nur nehmen oder Transfer. Also ich interpretiere das jetzt mal so, dass da einfach nichts drin ist. So, hier ist noch eine Tür. Ach so, da steht schon... Okay. Exit Zone. Fehlfunktion der Notfallüberbrückung der Ausgangstür. Ja, das wundert mich ja jetzt. So, so offiziell haben wir keine richtige Quest, außer natürlich hier rauszukommen. Aber wie gesagt, wir haben auch noch keinen Pip-Boy, wo wir nachgucken können. Und so weiter. Was? Thermostatic Blending. Aha. So, ich bin mal gespannt, ob hier... Ist das für das ich es halte? Aber es sitzt innen an der Scheibe, oder? Ja. Ih! Okay. Kakerlaken. Ja, der Standard erste Gegner, quasi. Huch. Achso, eine Bank. Okay. Hier sieht aber auch alles, also wenn man sich mal dran erinnert, wie wir hier reingekommen sind, sieht hier jetzt schon alles so ein bisschen... Schlagstock! Was? Ich wollte... Hä? Ich wollte ihn nehmen. Lass den mal fallen jetzt wieder. So, nehmen. Was ist das denn? Ich will den nicht nur hochheben, ich will den an mich nehmen. Ah, okay, jetzt. Komisch. Yeah! Okay, also auch klar, womit ich jetzt den Kakerlaken hier entgegentrete. Ja, also es sieht alles schon so ein bisschen verfallen aus. Es wird also bestimmt ein bisschen Zeit vergangen sein, in der wir eingefroren waren. Okay, nochmal ein Terminal. Was ist das hier? Fire Control, achso. Nun gut, Schreibtisch, der scheint mir auch leer zu sein. Kaffeetasse. Na gut, wenn ich nichts anderes finde, nehme ich Kaffeetassen mit. Ein Stuhl. Oh, ist es? Ja, es ist ein Stimpak. Perfekt. Kaffeetasse. So, und hier Sicherheitsterminal. Vault 111 Sicherheitsanweisungen. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Sicherheitspersonal. Vault 111 ist dafür ausgelegt, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Aha. Okay, das ist also der Grund, warum wir eingefroren wurden. Das Sicherheitspersonal ist für die Integrität der Anlage und für die Überwachung der wissenschaftlichen Mitarbeiter verantwortlich. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen von den ihnen zugewiesenen Pflichten abweichen. Insubordination oder Behinderung des Vault-Betriebs sind schwerwiegende Vergehen. Das Sicherheitspersonal ist zur Anwendung tödlicher Gewalt autorisiert. Okay. Betriebsprotokoll Handbuch. Ach Gott. Ich hoffe, das verzweigt sich jetzt nicht allzu sehr. Aufnahme von Bewohnern. Nach Erhalt der Aktivierungsnachricht von Vault-Tec hat sich das gesamte Personal im Eingangsbereich einzufinden und bei der Aufnahme der Vault-Bewohner zu helfen. Das Sicherheitspersonal ist dabei für die Einhaltung der Ordnung zuständig und hat dafür zu sorgen, dass weder das Personal noch Bewohner versuchen, den Vault zu evakuieren. Das Forschungspersonal ist für die Aufnahme der Bewohner zuständig und eskortiert sie zu den ihnen zugewiesenen Kryokapseln. Nicht verzeichnete Bewohner sollten gebeten werden, ihren Platz zu räumen und falls nötig gewaltsam in Gewahrsam genommen werden. Befinden sich alle Bewohner in ihren Reservierungskapseln, sind in Gewahrsam genommene Personen zu entsorgen. Zu entsorgen. Der versiegelte Vault-Eingang darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Alter. Mitarbeiterpflichten. Ach Gott. Wissenschaftsteam. Mitglieder des Forschungsteams sind dazu verpflichtet, täglich die Vitalfunktion von Bewohnern im Kälteschlaf zu überwachen. Kardiopulmonale und kognitive Aktivitäten müssen stündlich überprüft werden.
Lebensrettende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn mehr als 80% der Bewohner im Kälteschlaf verstorben sind. Dabei darf der Kälteschlaf unter keinen Umständen unterbrochen werden. Was? Unabhängige Forschung wird empfohlen und ist dem Aufseher überlassen. Boah, was geht hier wieder ab? Sicherheitspatrouillen haben in einem konstanten 8-Stunden-Rhythmus zu erfolgen. Die Sicherheitsprioritäten lauten folgendermaßen: Nach Anzeichen für Eindringlinge suchen, nach Atmosphärenlecks suchen, Auseinandersetzung des Personals schlichten, Durchsetzen der Regeln des Aufsehers, Durchsetzen der Vault-Tec-Regeln. Gebäudeverwaltung und Instandhaltung. Aufgrund der Natur von Vault 111 wird vom Personal die Erfüllung von Pflichten außerhalb der normalen Qualifikationen erwartet, beispielsweise Reinigungsarbeiten und Essenszubereitung. Die genaue Verteilung dieser Aufgaben liegt im Ermessen des Aufsehers. Okay. Und dann Entwarnung und Evakuierung. Entwarnungsnachricht. Nach einem nuklearen Zwischenfall überwacht Vault-Tec die Oberfläche nach Anzeichen für resultierende Gefahren wie erhöhte Strahlung, feindliche Streitkräfte, weitere Angriffe und andere Fraktionen. Sobald die äußeren Bedingungen als sicher eingestuft werden, erhält dieses Terminal eine Entwarnungsnachricht. Nach Eingang der Entwarnungsnachricht kann das Vault-Tec-Personal nach Ermessen des Aufsehers evakuiert werden. Nachrichten von Organisationen oder Personen, die nicht mit Vault-Tec in Verbindung stehen, dürfen nicht beachtet werden, einschließlich Nachrichten der Regierung und des Militärs. Im Kälteschlaf befindliche Bewohner dürfen nicht gestört oder evakuiert werden. Vault-Tec-Mitarbeiter werden sich ferngesteuert um sie kümmern, nachdem das Personal von Vault 111 evakuiert wurde. Alter, das ist ja wohl schiefgegangen, würde ich sagen. Obligatorische Schutzzeit. Vault 111 wird nach kurzfristiger Anlage eingestuft. Personal, das nicht im Vault lebt, führt so lange Forschungsarbeiten und grundlegende Wartungsarbeiten durch, bis sie das Entwarnungssignal zur Evakuierung erhalten. Sollte keine Entwarnungsnachricht von Vault-Tec eintreffen, ist es dem Aufseher gestattet, das Personal nach 180 Tagen der Abschottung zu evakuieren. Unter keinen Umständen ist es den Mitarbeitern von Vault 111 gestattet, den Vault während dieser Schutzzeit zu evakuieren. Es sei denn, sie erhalten eine Entwarnungsnachricht von Vault-Tec. Also die kontrollieren ja mal alles. Ist echt krass. Sicherheitsaufzeichnungen, jetzt bin ich mal gespannt. Samstag, 23. Oktober 2077. Der 23. Oktober ist übrigens mein Geburtstag. Nur noch mal so erwähnt. oh Gott, es ist tatsächlich passiert. Die Welt geht unter. Wir haben die Bewohner gerade so reinholen können. Es haben nicht alle geschafft. Okay. Jetzt sind nur noch wir und die Eisklötze hier. Ich verstehe es nicht. Die Eierköpfe haben mir versucht zu erklären, dass es Teil eines großen Experiments ist, sie einzufrieren. Für eine bessere Zukunft oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es falsch, dass wir ihnen immer freundlich zugelächelt haben, bevor sie von uns auf Eis gelegt wurden. Hatten wir es ihnen nicht sagen sollen? Hätten wir es ihnen nicht sagen sollen? Samstag, 25. Dezember 2077. Weihnachten unter der Erde. Hab mich mit den anderen Jungs von der Sicherheit und den Verwaltungsmitarbeitern zusammengetan und eine kleine Party geschmissen. Das beste Geschenk des Abends war ein fancy Letzkuchen, der nicht zu dröge war. Keiner der Wissenschaftler ist gekommen, der Aufseher auch nicht. Ich verstehe die nicht. Versuchen Sie etwas vor uns zu verbergen? Noch ein Geheimnis der Firma, das nur für die hohen Tiere bestimmt ist? Ach egal, nur noch ein paar Monate, dann sollte das Entwarnungssignal kommen und wir können uns endlich an den Wiederaufbau machen. Montag, 14. März 78. Nur noch ein paar Wochen, dann ist die obligatorische Schutzzeit vorbei. Die Leute drehen schon langsam durch. Einige glauben sogar, dass es kein Entwarnungssignal geben wird. Hier unten können wir nicht mehr lange bleiben, das steht zumindest schon mal fest. Und ich meine damit nicht, dass ich seit über 6 Monaten denselben Pausenraum und dasselbe Bett anstarren muss. Ich meine damit, dass wir nur noch Lebensmittel für ein paar Monate haben, höchstens. Der Aufseher wiederholt immer nur, dass wir Geduld haben und uns auf die Arbeit konzentrieren sollen. Er verheimlicht uns etwas, da bin ich sicher. Hier geht irgendwas Übles vor, das spüre ich. 23. April 78. Die Haupttür zum Vault-Tec-Ausgang ist defekt. Der einzige Weg nach draußen führt durch den Fluchttunnel des Aufsehers. Wie praktisch für ihn.
Er lässt die Tür zu seinem Büro rund um die Uhr und von einem Mitarbeiter des Wissenschaftsteams bewachen. Sie haben sogar einen kleinen Kontrollpunkt eingerichtet. Wurde heute Abend zu einem Treffen eingeladen. Nur für Leute von der Verwaltung und der Sicherheit. Klingt, als gäbe es noch mehr Unzufriedene. Und schließlich letzter Eintrag, von wann auch immer. Es kommt kein Entwarnungssignal von Voltec. Wir müssen hier raus. Wir haben kaum noch etwas zu essen. Ich hätte Stanley fast umgebracht, weil er einen Salzkracker auf den Boden fallen gelassen hat. Ein paar von uns haben mit dem Aufseher darüber gesprochen, den Vault zu öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass ein so kleiner Mann so laut schreien kann. Jetzt hat er sich mit dem Wissenschaftsteam in seinem Büro eingeschlossen. Wir sollen ihnen unsere Lebensmittel, unsere Waffen und unsere Medizin übergeben, sonst hätten wir mit Konsequenzen zu rechnen. Ich habe mit allen geredet. Es ist soweit. Wir verlassen jetzt den Vault. Auf die eine oder auf die andere Weise. Okay, wann das allerdings war, weiß man nicht. Und wie viel Zeit seitdem vergangen ist, weiß man auch nicht. Oh, eine Kaffeetasse. Ah, genau, und jetzt sieht man hier... Das ist cool, da sieht man direkt, was drin ist. Ein abgenutztes Klemmbrett und Zigarette. Ja, ich nehme einfach direkt beides mit, natürlich. Stange Zigaretten und Vorkriegsgeld. Okay, man öffnet also das nicht mehr direkt wirklich, sondern man sieht direkt, was drin ist. Und kann es sich sofort schnappen. Ja, krass. Okay, jetzt habe ich schon direkt mal die Orientierung verloren. Ne, hier muss ich hin. Von da bin ich gekommen. Von da hinten. Hier liegt nichts auf der Bank, oder? Nein. Ja, krass. Voltec. Das ist echt der Hammer. Vor allem, ich frage mich ernsthaft, wenn die das alles so vorbereitet haben für den atomaren Schlag quasi, bei dem die Leute dann, ja, zu den Vaults gebracht werden sollten. Ich meine, man weiß ja nicht, ob es diesen Schlag tatsächlich geben wird und so weiter. Und ich meine, es ist da für die dann recht praktisch, wenn es passiert. Also, worauf ich hinaus will, ist eigentlich, waren das überhaupt Feinde, die die atomaren Schläge verursacht haben? Oder war das vielleicht sogar selber Voltec, die einfach gesagt haben, so, heute beginnen wir mit unseren groß angelegten Experimenten. Hier ist noch ein Schlagstock, glaube ich. Ja. So, und da ist mein erstes Opfer. Ah! Okay. Kakerlakenfleisch. Was zum Teufel? Okay, hier an der Seite ist, glaube ich, nichts mehr. Wasserbrunnen. Hier könnte ich auf jeden Fall was trinken. Mache ich einfach mal. Da muss ich gleich weiter durch die Tür. Aber ich finde es gerade ein bisschen doof, dass ich kein Licht habe. Ich würde auch hier sogar schon wieder am Pip-Boy das Licht einschalten. Okay, was haben wir hier? Sind Unterkünfte oder sowas? Bierflasche. Leer oder voll? Okay, hier haben wahrscheinlich die Mitarbeiter dann geschlafen. Also ja, was sonst? Die Frage ist halt nur, welche? Die Wissenschaftler oder die Sicherheitsmenschen? Kann ich... Ach ja, genau, ich kann hüpfen. Nichts mehr da. Ja gut, die hatten ja geschrieben, sie hatten schon kaum noch was. Haben entsprechend auch alles mitgenommen. Entweder alles aufgebraucht oder bei der Flucht alles mitgenommen. Kann ich eigentlich den jetzt irgendwie nehmen hier? Nee, ich glaube, den Karton kann ich nicht rausziehen. Ja, das sieht doch alles aus wie in Eile und hastig verlassen. Well, live well. Ja, ist auf jeden Fall schon ein Weilchen her, würde ich mal behaupten.
Was? Kann ich hier keine Zündflamme rausnehmen? Bisher konnte ich immer aus einem Herd eine Zündflamme rausnehmen. Kühlschrank. Leider nichts drin. Freizeitterminal. Okay. Aufseher-Memo. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Okay. Top 10. Rick, Tim, TGM, SAE. Okay. Band abspielen. Lade Holoband. Ach! Ah, okay. Wie geil. Future Retro. Spiele ein Holoband-Spiel. Es ist... Nein! Ach Quatsch, was mache ich denn? Jetzt habe ich wirklich Start gedrückt. Ah, haha. Ein Spiel im Spiel! Okay. Mache ich das? Ah, okay. Ulkig. Ja gut, dann war das eben Top 10, war tatsächlich dann die besten. Wie komme ich denn da hoch? Ups. Okay. Das schaffe ich hoffentlich noch besser, dass ich wenigstens die erste Leiter irgendwie kriege. Ach, Mist. Jetzt bin ich genau draufgesprungen. Mann! Kann ich nicht wenigstens das erste Level schaffen? Ja, ich hatte schon davon gehört, dass es irgendwie Minispiele im Spiel gibt. Und wer sich vielleicht schon mal das... Ach komm! Wer sich vielleicht schon mal die App angeschaut hat, die dazu gehört, ich möchte wenigstens das erste Level schaffen. Es gab ja eine kostenlose App, die den Pip-Boy simuliert, wo man dann auch auf alles zugreifen kann, also aufs Inventar und so weiter. Und man konnte sich vor allem auch schon ein paar Tage vorher mal die Karte anschauen. Was ich sehr cool fand und die sah wirklich... Ey, ich hab doch nach oben gedrückt! Boah, also steuerungstechnisch ist das schon mal eine Katastrophe. So viel kann ich schon mal verraten. Und da war halt eins von diesen Spielen auch tatsächlich schon mit drauf. So, was ist denn das da drüben? Kann ich das irgendwie einsammeln? Ach Gott. Ah, ich habe jetzt eine Power-Rüstung quasi. Okay, aber die hält nicht lange. So, bis wohin muss ich denn kommen? Wo muss ich denn hin? Ah ja, okay. Na also, geht doch. Wenigstens das erste Level geschafft. Jetzt am besten gehe ich nach hier hinten, oder? Nein. Was? Ah! Okay. So komme ich doch da gar nicht. Ach, verdammt! Mann! Yeah! 75 Meter! Okay, was kann das jetzt hier? Ich weiß es nicht, ich laufe einfach mal hoch. Ja, kann ich damit nicht... Ich kann damit irgendwie nicht klettern. Komisch. Na toll! Okay, das... Quit Game, ja, bitte. Ich will mich damit jetzt nicht allzu lang aufhalten. Aber witzig. Ein Spiel im Spiel. So, weiter umschauen.
Ja, wie gesagt, das war dann so das erste davon. Es soll da mehrere von geben. Da bin ich mal gespannt, welche wir da noch so finden. Nein, ich wollte mich nicht hinsetzen. Da sehen wir nochmal unseren Charakter gerade. Ich kann ihn auch nochmal zeigen, solange mein erstes Video ja noch gesperrt ist. So, ist eigentlich fast, ja, fast das Vorgegebene. Das war schon ganz in Ordnung. Also ich habe nicht mehr allzu viel daran verändert. Es hat zwar eine Weile gedauert, weil ich mir angeschaut habe, was man alles verändern könnte, aber tatsächlich habe ich gar nicht so viel verändert letztlich. Okay, weiter geht's zu den Kakerlaken. Ach, guck mal, jetzt habe ich hier sogar schon automatisch direkt irgendwas. Aha. So kann ich die Waffe jetzt wechseln, oder was? Ja, bringt mir ja nichts. Ist ja die gleiche. Huch. Okay, wahrscheinlich sollte ich da besser nicht durchlaufen. Wurde die Kakerlake jetzt gegrillt, oder? Ja. Okay. Oh, da hinten liegt jemand. Ich bin ja versucht, es trotzdem auszuprobieren. Ich möchte ja eigentlich doch mal durch die Mitte laufen. Muss ich aber gleich erstmal speichern. Ich schnapp mir jetzt erstmal die Kakerlake hier vorne. Die bewegen sich aber schnell. Sehen aber auch, dass die sehen krass aus, so richtig detailliert. Schon geil. Mit den einzelnen Dornen hier quasi nochmal an den Beinen und hier so hinten das Skelett, was so ordentlich, also die verschiedenen Farben hier und so, die Flügel, krass. Sieht schon richtig gut aus, muss man sagen. Finde ich jedenfalls. So, hier lag doch jemand. Ja, da. Da liegt jemand. Komme ich bis dahin, ohne gegrillt zu werden? Volt 111 Skelett. Was ist hier passiert? Wo sind alle? Der Gegenstand ist zu schwer, um getragen zu werden. Ich wollte ihn Ist ja auch das nicht alles, tragen. was noch übrig ist? Warum sollte ich den auch tragen wollen? So, ich möchte es aber doch mal ausprobieren, da in die Mitte zu laufen. Zum Strom. Das heißt, ich speichere mal kurz. Okay. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich hatte jetzt irgendwie erwartet, gegrillt zu werden. Na gut. Wenn es mir nur so ein bisschen Energie abzieht, dann schaue ich mich hier auch nochmal schnell um. Aber hier scheint tatsächlich nichts zu liegen. Lebt denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach draußen geschafft? Okay, ich glaube, hier finden wir sonst. Ah, nichts mehr. Jetzt werde ich gegrillt. Kakerlaken! Oh, einen starken Angriff kann ich ausführen. Hui! Oh, sehr cool. Wie die aussehen. Sehr geil einfach. Finde ich super. Sieht alles sehr knorke aus. Oh, ich habe mich so auf das Spiel gefreut. Den ganzen Tag gestern und dann konnte ich nur eine kleine Stunde reinschnuppern. Dann hat es unheimlich lange gedauert mit dem Hochladen, nochmal 4 Stunden verarbeiten. Nach der Hälfte der Verarbeitung wurde alles zurückgesetzt. Okay, sind wir hier beim. Ist das der Aufseher eventuell, der da? Bin nur noch ich übrig? Das könnte der sein, oder? Ihh, jetzt guckt er mich gleich an. Ihh, der bewegt sich. Ihh! Tu das nicht.
zu alles schwer, um das zu sagen. Warum bewegt er sich? Er guckt mich an. Ist ja eklig. Na, oh, wirklich. Okay, hier liegt cooles Zeug rum. Stimpaks stellen bis zu 30% deiner maximalen Gesundheit wieder her, heilen verletzte Körperteile und können zu Favoriten gemacht werden, sodass du schnell auf sie zugreifen kannst. Drücke Steuerkreuz, um dir deine als Favoriten markierte Gegenstände anzusehen. Wähle einen Favoritengegenstand mit Steuerkreuz aus und drücke A, um ihn zu benutzen. Ja, Schlagstock und da unten haben wir Stimpaks. Das finde ich sehr praktisch. Das finde ich echt gut. Das ist richtig cool. So, ich mache die Tür einfach mal zu, damit hinter mir keiner mehr langkommt. Ja, wie gesagt, ich habe gestern ja nur das eine Stündchen mal ins Spiel reinschauen können. Und dann hat es ewig lange gedauert bei YouTube mit dem Hochladen, mit der Verarbeitung. Oh, eine Knarre. Die nehme ich gleich, weil ich wahrscheinlich dann auch wieder einen Text kriege. Jetzt wollte ich erstmal kurz ausreden. Ja, dann nach der Verarbeitung wurde tatsächlich das Aufseher-Terminal. Also ist das der Aufseher. Ich schaue ihm in den Schritt. Und er beschwert sich nicht. Und war das ein kleiner Mann? Oh, so klein? Ja, keine Ahnung. Dass ein kleiner Mann so schreien kann, stand ja vorhin. Ja, auf jeden Fall. Ich war auch einfach vom Tag gestern. Der Tag war total bescheuert eigentlich. Und ich war hundemüde. Ich wollte eigentlich nur noch ins Bett. Und dann hat das so ewig lange gedauert. Mitten in der Nacht war dann das Video tatsächlich mal fertig. Ich habe es veröffentlicht und es wurde mir quasi sofort gesperrt. Also der ganze Aufwand war letztlich sogar noch umsonst. Was mich heute Morgen dann, als ich ganz viele Nachrichten schon auf dem Handy hatte, oh, dein Video ist gesperrt, hat mich das direkt mal voll aufgeregt wieder. Und der Tag war schon wieder fast gelaufen. Ja, und jetzt wollte ich einfach mal, deswegen, ich kümmere mich auch erst später darum, was ich mit dem Video dann mache. Jetzt möchte ich einfach erstmal ein bisschen das Spiel genießen. Und heute habe ich auch nicht so besonders viel Zeit. Allerdings aus einem positiven Grund. Das kann ich noch schnell erwähnen, bevor ich die Folge gleich... Was ist das denn? Koffer für Kryolator. Ein Sperrenmeister. Dich hole ich mir später. Ach so, okay. Geil, dass er das direkt auch schon sagt, so, dich hole ich mir später. Na gut, jetzt hole ich mal die Waffe gleich. Ne, eine Sache noch, genau, heute ist ein bisschen besser, auch der Grund, warum ich nicht so viel Zeit habe. Ich habe nämlich vorhin von meinem Vermieter die schriftliche Erlaubnis bekommen, einen Hund halten zu dürfen in der Wohnung. Und den werden wir uns am Sonntag abholen. Also wir wissen auch schon, welches Tier. Das bekommen wir am Sonntag und heute Abend gehen wir Hundesachen kaufen, halt alles, was ein Hund so braucht und womit wir ihn verwöhnen können. Und da freue ich mich schon drauf. Deswegen habe ich heute auch nicht so besonders viel Zeit, aber es ist auf jeden Fall ein guter Grund. Ja, und jetzt nehme ich mir mal die erste Waffe. 10 mm rausgerückt. Achso, da kommt gar kein Text. Irgendwie habe ich erwartet, dass da jetzt erstmal wieder ein Hinweistext kommt zur Handhabung einer Schusswaffe, aber dann halt nicht. Okay, hier Aufseher hatten wir schon. Dann kann ich die jetzt auch einsammeln. Wird die gleiche Waffe sein, nehme ich an. Und dann schauen wir noch. Obwohl, ist eigentlich schon wieder, ich glaube, ich mache mal 30 Minuten Folgen lieber. Das würde ich sagen, lesen wir dann in der nächsten Folge. Wir haben auch in dieser Folge schon genug gelesen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. In der nächsten Folge machen wir dann an dieser Stelle weiter. Und ich hoffe, wir kommen dem Ausgang der Vault dann auch mal näher. Ich möchte unbedingt nach draußen und möchte die Welt sehen. Und ja, ich bin tierisch gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch und ihr bleibt weiter mit dabei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.